Oh, wo kommst du denn plötzlich her? Doch nicht das Loch. Ah, hier geht die Kanalisation. Ich wusste es! Nibelheim! Ja, okay, dann müssen wir doch das Loch runter. Ah, wieder umsonst. Deshalb hätte ich gerne eine bessere Kuppe, damit ich nicht so häufig immer wieder zaubern muss. Ach so, wir müssen uns runterfallen lassen, damit wir. Ja, okay, verstehe, ich verstehe. Hier. Machen wir mal die Tür auf. Was war, ist denn hier unten? Da muss doch jemand drin gewesen sein. Warte mal. Warte mal. Wie? Wie hat jemand es geschafft von innen? Das ist ein Fall für Colin. Ein Fall von der. Da müssen wir immer drüber nachdenken. Warte kurz. Wir reden ein bisschen. Guck mal, ein bisschen. Ja. Ne, wie ist das passiert? Wie konnte das von innen. Da muss jemand ihn hier hochgezogen haben oder sowas, um das hinzubekommen. Naja. Was haben wir denn hier? Götterschild. Ich glaube, das habe ich schon. Handschuhe. Wir können Pyreisch uns anziehen bald. Obwohl es ziemlich nicht gut ist, aber was soll's. Und bebänderter Kyras. Wir haben gerade einen Runen-Kyras gefunden. Und jetzt haben wir einen bebänderten Kyras. Ist nur 52. Und ist schwerer. What the fuck? Ist aber mehr wert. Hä? Why? Ihr tragt zu viel. Die machen wir gleich. Wir gucken uns erstmal an. Fashion Show. Meh. Hast du das nicht ein bisschen an? Wir sehen schon ein bisschen aus wie Brüder jetzt, ne? Boah, es sieht voll Gladiatoren gerade mäßig. Wir sehen aber auch männlich aus gerade. So rough, weißt du, so. Wir mit kaputten, geflickten Sachen gehen wir hier rum und boah. Ist schon nice. Okay. Ich trage zu viel. Erstmal, was ist denn das hier? Ist das irgendwie ein Geheim? Kann man hier dran ziehen? Gibt wenig Geheimnissachen. Trage ich doch nicht zu viel. Das Spiel weiß selbst nicht. Ja, aber Runkuras ist besser. Warum? Ja, ich trage immer noch nicht zu viel. Aber wir müssen ein bisschen. Entweder wir gehen jetzt da arg zurück und dann werfe ich den ganzen weg. Ich will jetzt nicht aussortieren. Jetzt. Das heißt. Ja, war cool. Wir haben eine neue Rüstung gefunden. Zwei Rüstungen. Es war bloß sehr seltsam, warum diese beiden Rüstungen. Und die eine ist mehr wert, aber ist schlechter. Ich verstehe nicht. Ich verstehe. Ich möchte gerne verstehen. Versteht ihr? Ist einfach so in mir drin. Na, wo kommen wir raus? Ah. Ah. Einem kleinen Schutzgraben mit einer extremen Dunkelheit. Creepy. Okay. Bringt das was? Soll ich hier runter? Soll ich hier hoch? Gibt es hier noch eine Eispranke? Sehr gerne. Oh, nicht einfach alles kaputt. Alles kaputt. Dann auf zum einmal Myraden-Ding fliegen, würde ich mal sagen. Und dann können wir immer noch zurück. Wir haben es ja jetzt. Also, das ist für mich dann immer so der Moment. Da können wir uns drauf freuen, den Rest dann anzugucken. Aber jetzt im Regen muss jetzt nicht unbedingt sein, habe ich das Gefühl. Das ist dann so eher so ein Herr der Ringe. Oh, die große Schlacht müssen wir im Regen filmen. Das sieht episch aus. Weil Sonnenschein passt nicht. Bullshit. So. Ah, was ist das denn? Wein. Nochmal. Überall ist der Wein ausgesoffen. Bloß direkt an der Straße. Lassen Sie noch einen da. Für die schwere Reise. Keine Ahnung. Zum Myradenturm. Hallo. Ihr habt überhaupt keinen Jobs, oder? Ich meine, hier kommt doch keiner hin. Why? Hätte man nicht einfach
ein Teleportationsding machen könnte, das man aktivieren kann. Dass man irgendwie vom hier Anführer, ist ja kein König, sowas bekommt und sagt, hiermit darfst du dich teleportieren. Wir erlauben es dir. Das ist dann wie so ein Ticket. So ein Busticket von verschiedenen Stationen zu verschiedenen Stationen. Versteht ihr, was ich meine? Und das wäre doch was. Und sagt er uns, du darfst alle benutzen, die du findest. Und wenn man ein neues findet, dann kling, biu, und dann wird es teleportiert. Das macht viel mehr Sinn als Myradenscheiße. Oh, warte, wir müssen gar nicht. Ich werfe hier einfach alles weg und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir müssen ja gar nicht verkaufen oder sowas. Wir haben aber auch keine Quest. Also können wir gleich hier weiter runtergehen und in Flüsterwald gehen? In Flüsterwald! Flüsterwald! Weil wir müssen ja Pack-Pack töten. Eigentlich will ich hier hin. Und ich... Das... Die Forschungsberichte. Haben wir die nicht schon ausgemerzt hier? Aus der Festung Nebelwacht? Ich kann mir gut vorstellen. Und da sind jetzt Forschungsdinger, die ich vergessen habe. Dann gehen wir einfach hier die Straße lang, bis nach unten. Weil hier ist eine alte Dammwacht. Warum nicht? Bis gleich. Jetzt sind wir wieder leicht. Ach, ist das schön. Muss dich gar nicht beanspruchen. Später vielleicht. Wo guckst du hin? Ah, du siehst so traurig aus und so sympathisch. Hast du einen Namen? Können wir Freunde werden? Und du bist überhaupt nicht geschützt. Oh, guck mal, der hat irgendwie voll die niedlichen Augen. Ah. Tut mir jetzt irgendwie leid. So unglücklich. Ruga, wollen wir dich nicht mitnehmen? Du kannst bei mir leben. Schreitet wohl. Wohin soll's gehen? Na, scheinbar geht's dir ganz gut. Nicht mal tschüss oder so? Okay, wurde ich wieder abgelenkt. Charakter-Sachen so. Denn ich wollte... Wir wollten ja mal gucken, ob wir nicht... Wenn ich's denn finde... Oh mein Gott, wo ist Wasseratmung? Markieren. Markiert einen Ort. Weil dann können wir einfach nur hier. Warte, guck mal. Markieren wir mal ordentlich hier. Wollt ihr wirklich an dieser Stelle eine Teleportrune platzieren? Eine andere bereits platzierte Markierung wird dabei gelöscht. Wir haben noch gar keine. Guckt mal. Jetzt finden die Monster dich schneller. Schön. Da können wir jetzt hier wieder zurück, wenn es zu gefährlich wird. So. Speichern. Und dann geht's los. Tschüss. Guten Abend. Was? Oh, lächelt. Ah, ein bisschen seltsam lächelst du. Aber sehr sympathisch. Bitte nicht sterben. Mir tust du so leid. Mir tust du so leid. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Da ist ein Tümpel. Lass uns mal zum Tümpel gehen. Da ist ein Wolf. Lass uns nicht zum Tümpel gehen. Da ist ein Wolf einfach daneben, nebendran, ey. Tümpel, Tümpel, mit Wölfen. Wölfen, Wölfe, mit Wölfen. Wölfe, Wölfe. Aua. Muss ich wieder alleine? Ruga, muss ich wieder alleine? Ruga? Ich bin noch hier. Ah, musste ich wieder alleine? Die zwei Wölfe wollten einfach ein bisschen was trinken. Ah, der hier auch. Der hat einen Pfeil ins Knie bekommen, richtig hardcore. Und einen Rucksack mit Sterlings Riegel, Sterlings Stiefel. Boah, jetzt müssen wir auch Handwerk mehr gehen. Federn, Frostschund und Lehrlingsschlüssel. Ja, den brauchen wir nicht. Das ist Dreck. Aber ich nehme trotzdem alles gerne mit. Vielen Dank. Ich würde viel lieber im Hellen hier langlaufen. Wir können ein bisschen schlafen natürlich, aber Schlaf. Überbewertet. Was nicht überbewertet, umgefallene Baumstämme. Immer wieder eine Gefahr für uns. Ja, wir haben aber auch schwere Sachen an, ne? Da ist dann aber auch einfach mal Gold, natürlich. Dann ist es aber auch ein bisschen schwerer zu springen. Aber das ist doch gut, wie beim Dragon Ball, gut für die Muskeln. Komm, finde irgendwas Besonderes noch. Im Gold. Findet er was? Ne, nur Gold. Okay. Okay, ist okay. Und noch ein paar Pilze. Ah, oh, da sind bestimmt nette Leute, die uns aufnehmen.
und uns einen schönen heißen Kakao anbieten bei diesem schrecklichen Wetter. Sie machen gerade ein Lagerfeuer. Oh. Oh mein Gott. Oh, wow. Doch so viele. Doch so viele. Nicht da. Geht doch. Und dich mache ich jetzt auch noch. Den Führer. Oh nein, 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 nein. Ich bin gleich tot. Was hat er gemacht? Bin ich vergiftet? Okay, brenn einfach. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich hab nichts mehr. Aber warte. Ich muss schnell weglaufen. Ja, geht schon. Hilfe! Gute Augenmensch! Ich hab mich über dich lustig gemacht, aber du wirst mir doch bestimmt helfen, wenn ein Vatürenführer hinter mir her ist, oder? Warte. Ich versteck mich einfach bei dir oben bei der Wurst. Ah ne, er ist weg. Ne, doch nicht. Hilfe! Wir gucken von oben zu. Mein Fieber ist nämlich erhöht. Da muss ich ein bisschen jetzt aufpassen. Oh, er läuft weg. Oh, das arme Vieh. Was macht das? Hilfe! Hilfe! Er sucht mich. Kannst du mir helfen? Ja, Myrade. Hilf mich. Ich gehe einfach noch weiter nach oben. Myrade ist aber cool. Macht einfach, sagt einfach so, ach, lass mich in Ruhe. Weißt du was? Der Tag ist gekommen. Jetzt muss ich gucken. Jetzt genau, was ich gesagt habe. Runenpfeile sind 6, Stahlpfeil 4, Eisen 7. 7. Warte, ich bin zu doof. Haha. Nein, wo läufst du hin? Lass den armen Mann in Ruhe. Haha, getroffen. Lass den Mann in Ruhe. War nicht getroffen, warte. Oh, lauf doch nicht immer weg. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Und der nette Mann hat auch überlebt. Wir sind alle super. Da gibt's aber eine vegane Suppe für. Oh, mein neuer Bogen hat's geschafft. War das nicht mega gut? Schön, dass du weggelaufen bist. Schreitet wohl. Ja. Wohin soll's gehen? Hauptsache nicht sterben, ne? Gleich zum Tempel, würde ich mal sagen. Hallo, na, du blöder Führer. Du hast nicht mal gute Sachen. Aber unser Fieber hat sich erhöht. Ziemlich heftig. Ausdauer regeneriert, sehr langsame Magieanfälligkeit, Lebensenergie reduziert, gegnerischer Schaden erhöht. Oh, wow. Okay. Oh, schön. Das war... Schon wieder dunkel. Ja, je, wie die Zeit vergeht. Wirklich? Das sagt man, während man rumsteht an einem Turm im Regen? Boah, die Zeit vergeht so schnell, wenn man Spaß hat. Huh. Was lernen wir heute daraus? Weglaufen ist manchmal eine richtig gute Strategie. Apropos, danke fürs Opfern. Ich musste trotzdem vieles selbst machen. Ich wusste nicht, dass da so viele auf mich zukommen. Aber ich finde, ich habe das ganz gut hinbekommen. Achso, ist leer.
Leer. Wo sind die anderen Aschen? Wo sind die anderen? Ich hab doch ein paar umgebracht, oder nicht? Oh! Gräber schänden. Ist ja nicht schänden, ist das nicht eine Ehrung, wenn man sagt, ich möchte dein Grab aufmachen, um dich noch einmal sehen zu können und deine Sachen an mich zu nehmen, damit ich sie ausstellen kann und immer an dich zu denken? Das ist doch total lieb. Das ist doch total nett. Also diese Feuer sind immer... Wie machen sie die Feuer überhaupt? Diese Türen. Die finden, die sagen, oh, wir brauchen wieder Holz. Mach das mal auf. Das ist einfach in unserer Natur drin. So werden wir... So leben wir halt. Machen sie ein Riesenfeuer. Und Hütten. Und haben eine Kuh getötet. Ah. Deine Haut würde ich weiter benutzen. Feinstahlpfeil. Gift des Leidens. Was hatten die hier vor? Haben die auch eine Religion oder was? Ein Skelett mit Eisenschwert natürlich. Hat ihr Skelett kein Eisenschwert? Was erlauben sie sich? Was sollen die Nachbarn denken? Kaufen sie sich jetzt. Schwarzpulver. Steht sogar auf Deutsch da drauf. Kaufen sie sich... Ich weiß, es ist ein deutsches Spiel, trotzdem. Kaufen sie sich jetzt ein Eisenschwert. Ich habe Schwarzpulver. Jetzt können wir ordentlich eine Bombe legen, Ruger. Gucken, was da noch kommt. Eisenschwerter. Damit auch ihr Skelett lächeln kann. Aua! Ich finde, das habe ich trotzdem ganz gut hinbekommen alleine. Also, wie gesagt, wir brauchen eine bessere Kutte. Hier, ne, oder was auch immer. Oh mein Gott. Und da müssen wir auch besser. Ich hab was dafür, keine Sorge. Ich will es aber nicht benutzen. So. Hätte ich mal machen sollen. Was haben wir denn hier? Runengroßschwert. Das ist alles scheiße. Psychose. Hat sich jetzt nicht so doll gelohnt, ey. Naja, das ist jetzt. Na, was hast du hier? Was hast du hier? Nee, Ruger, kannst du mir ruhig sagen, wenn du was findest, was Interessantes? Ich vertraue dir da. Auch wenn ich eben richtig Fieber bekommen habe. Also ich weiß nicht, ob sich das gelohnt hat, 2 Ambrosia dafür. Puh, aber durch unsere neuen Sachen wird Ambrosia ein bisschen günstiger. Also, ja, müssen wir uns mal eindecken, ne? Ordentlich eindecken und dann sagen, einmal investieren und dann können wir uns ein bisschen weniger Sorgen machen. Flechten. Mmh, lecker flechten. Und es macht Spaß. Da unten. Das ist so creepy. Da gehen wir noch hin, ne? Aber ich weiß immer noch nicht, wer hier das Sagen hat. Hier sind Diebe und Myriaden und Türen und alles. Apropos Türen. Hier ist ein Tempel. Hab ich die Tür einfach übersehen? Und die Tür ist zu. Ihr könnt doch nicht einen Tempel hier hinstellen. Wunderschön. Fenster. Mit Buntfenstern. Und dann kommt man da nicht rein. Was zur Hölle? Nein, Musik muss gar nicht so tun. Scheiße. Bin enttäuscht. Ich habe mich voll darauf gefreut, in den Tempel reinzugehen. Dafür bin ich jetzt ins Feuer reingegangen. Oh mein Gott, okay. Hat sich überhaupt nicht gelohnt. Auf geht's, in den Wald. Zu der alten Frau mit den Candies. Nom nom nom. Mein Ring. Schön am Zeigefinger. Was ist denn jetzt das für ein... Ah, das ist der Wald. Der aus den Songs. Aus dem bekannten Song Der Wald. Von Herbert Grönemeyer. Oh, der Wald ist dunkel und nass. Steht voller Bäume. Ich sehe ihn nicht. Der Wald. Oh, die machen gerade ein Spiel. Die murmeln. Die spielen gerade Murmel. Dürfen wir mitspielen? Ich will auch Murmel spielen. Ah, ich komme nicht ran. Warte.
Haben wir es geschafft? Gut, alles gut. Unfeile. Dass meine Pfeile es doch noch geschafft haben. Ich glaube, ich muss doch noch mal auf Fernkampf dann gehen. Das hat jetzt einfach wirklich einen Arsch gerettet, ne? Der Moradentyp, der ist aber da keine Angst. Der weiß, wie man wegläuft. Der hat irgendwie eine geheime Kunst. Der ist Ninja. Der wird einfach nie angegriffen. Was ist das da hinten? Ernsthaft, was ist das da hinten? What the fuck ist das? Ja, Raben. Natürlich sagen die Raben was dazu. What the fuck ist das? Rrr, komm her, das ist keine Falle. Rrr. Krä, krä, wir sind wirklich Raben. Und nicht irgendwelche neuen Gegner, die dich töten wollen. Hm. Okay, wir sind jetzt im Flüsterwald, der nicht flüstert, sondern Rabenhart. Da wollen wir aber runter, oder? Da, wo es leuchtet, ist doch toll. Oh, geil gemacht, wie die Stimmung sich einfach mal ändert. Die Musik sich ändert. Oh mein Gott, ist das gut. Ist das fucking gut gemacht. Auf geht's zum Licht. Ich hol dich gleich dazu, Ruger, keine Sorge. Oh. Ich warte mal. Aber Ruger stirbt gleich. Danke. Oh, ich krieg die Killcam. Oh, Ruger. Das waren wir jetzt. Und Ruger hat daneben gehauen. Aber das haben wir nicht gesehen. Wir sagen einfach, Ruger war's. Danke, Ruger. Du hast ihn umgebracht. Oh. Die haben ein Grab verteidigt. Das war, muss denen sehr wichtig gewesen sein. So, gucken wir mal, welche Mutter wir hier ausgraben. 55 und Rubin. Immer noch besser, als Müll den Papa dazu bekommen hat. Das war schön. Das habt ihr jetzt verteidigt? Ha. Oh nein, da ist ein Erdding. Ich speichere mal nicht. Weil wir kommen hier nicht mehr weg. Doch, mit unserem Zauber. Weißt du? Das könnten wir vielleicht trotzdem schaffen. Weil meine Erdkappe... Warte. Ich werde mal zum Winterhaut... So, Winterhaut. Vielleicht schaffen wir das ja. Ein Streitkolben. Ja, komm. Für später. Aber warte, wo... Oh nein! Oh nein! Okay, ich will immer neu laden. Wo lädt mich das Spiel dann selbst? Ja, okay. Dann kann ich auch selbst laden. Ich glaube, es darf nicht so nah ran. Das ist immer der gleiche Scheiß, den ich mache. Weil Ruger hat ihn, glaube ich, umgebracht. Und ich habe überhaupt nicht getroffen. Bienen? Wo? Sterbt! Hier wird nichts besamt. Außer Ruger vielleicht. So. Ich höre dich. Bist du eine Mücke oder was? Ich hasse das. Geht nicht an mein Ohr ran. Oh, Entschuldigung. Ach, Ruger, du bist aber sehr schwach. Kann ich dich nicht stärker aufleveln oder so? Ich will trotzdem wissen, was das Licht ist. Komm, wir gehen da jetzt trotzdem nochmal hin. Ich will fuck nochmal wissen, was das Licht ist. Wir gehen einfach mal... da lang, I guess. Oh, oh, Ronja Räubertochter. Woo. Was geht's da eigentlich? Das ist zum Beispiel sowas. Ich kann mich nur daran erinnern. Oh, fuck. Dass sie gesprungen sind. An nichts anderes.
Ah, oh, wow. Uga, I need you. Ich geh mal da oben hin. Ich bin gleich tot. Warum bin ich so schwach? Vielleicht sollten wir hier noch nicht sein, Uga. Vielleicht ist doch ein bisschen zu... Ich bin sehr schnell tot. What the fuck? Jetzt hört doch mal auf mit eurem... beschissenen... Bienen oder was auch immer. Muss ich erstmal wieder ein Grab öffnen, so wie ich sauer bin. Ring des Elementar... Oh, Elementaris kosten weniger. Groschen, Wasseratmung, ja. Folgen die mir? Ich habe keinen Bock mehr drauf. Kommt mir gar keine Mücke mehr näher. Kommt doch mehr näher. Sowas brauche ich auch in echt im Wind, im Sommer dann, wenn die Mücken kommen. Einfach nur, die Mücke kommt jetzt so nah. Bist du so ein eigener Mückenschutz, so Elektro-Mückenschutz. Ja, ja. Von wo kommt das Licht? Ist das ein Brunnen? Nee. Ah, da ist das Summen Herr von. Ich bin so gut. Gegen was kämpfst du jetzt gerade? Oh. Brenne! Das war einfacher. Vielleicht weil ich Feuer hatte? Keine Ahnung. Yay! Experte! Nein! Na komm, probieren wir es. Also, hoffen wir. Und holen wir uns in Ark eine bessere. Ich bin hier gerade am Öffnen. Könnt ihr ganz kurz warten, bitte? Ist nicht mal gut, was es hier gibt. Oh. So, geht doch. Bitch. Jetzt muss ich wieder essen. Mann. Weißt du, das ist so unfreundlich. Da möchte man einfach mal eine Truhe öffnen. Und sich darüber freuen, dass man was gefunden hat. Und dann die, oh, greifen die einfach von der Seite an. Ein Krustenbrot. Kohlsuppe, komm. Warum nicht? Was haben wir denn hier? Ist hier von das Licht oder was? Ist das ein Myradenturm? Oh, hi. Entschuldigung, Ruger. Da haben wir jemanden überrascht, wie es scheint. Aber es ist doch einfach nur ein Turm. Oh. Hat er hier geschlafen, der Untote? Auch Untote müssen manchmal schlafen, ne? Experten. Okay, nett. Können wir gleich benutzen. Wir speichern mal. Wir haben ja extra deshalb die Markierung gesetzt. Das ist ja nett, dass dann eben gleich ein etwas ist zum Öffnen. Schön. Blitzresistenz. Okay. Ist das nicht Erdung? Das heißt, den könnten wir anziehen, wenn wir gegen dieses andere Ding da kämpfen. Und Lichtmagie. Bisschen langweilig, die Ringe, ne? Bisschen langweilig. Was ist das da hinten? Aber hier war doch Licht. Hier war doch eine Licht... eine Lichtsäule. War die von hier? Wo ist denn diese Lichtsäule hin? War die hinter? Oh, dahinter ist was, nämlich eine Eispranke. Yippie. Ist hier noch mehr? Nee, Eispranke ist aber super. Ich glaube, wir brauchen nur noch eine. Dann haben wir 5. Geil. Ging aber gut schnell hier. So. Ja, wo sind denn die Raben? Willst du jetzt Kumpel sein oder willst du sterben?
Okay. Hier war mal ein Weg. Hier war mal was. Ich gehe mal durch. Am Ende ist aber nur ein Baum. Mein Freund, der Baum. Oh, hier war ein Weg. Du hörst dich total motiviert an. Oh, apropos motiviert. Oh, Ruger. Nein, Ruger. Nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich will das nicht zaubern. Fuck. Fuck, 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 Ruger. Ja, du auch. Da ist noch einer. Wer schießt denn da noch? Irgendjemand schießt da noch auf mich. Ruger, da brauchen wir dich gleich. Knochenmehl. Au! Wow! Ich helfe dir, Ruger. Aber die anderen habe ich gut abgehalten, oder? Ein Runenbogen. Nice. Lass uns nochmal runtergehen. Das hat mich wirklich... Das war super unheimlich. Hat mich echt überrascht. Hier sind so viele Bärenfallen. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Oh, wie so eine Gang auf einer Straße. Du läufst da so lang. Oh, ich habe mir gerade einfach mal 2000 Euro abgehoben von meinem... Konversatz... Wie heißt es nochmal? Ich wurde... Was machen wir? Was passiert mal Christen nochmal? Egal. Und... Wo ist meine Energie? Achso, ist unten wahrscheinlich. Ich hab's wirklich vergessen. Auf jeden Fall, ich habe mein Geld abgehoben und dann kommen da plötzlich so drei Leute auf dich zu und du denkst dir, nein. So Bösewichte. Eine Gang. Ist hier was? Ist hier was? Was willst du denn? War das mit dem Licht nur Zufall? Es sah so gewollt aus. Aber okay. Ja, sein kann, dass hier noch Pranke oder sowas war. Wir sind ganz woanders jetzt lang gelaufen, oder? Ich habe nicht das Gefühl, dass wir dahin zurückgehen, wo wir waren. Und das meine ich jetzt im negativen Sinne. Weil es unheimlich ist. Was haben wir denn hier? Hallo? Bevor wir uns umschauen. Kehlstein, Holzwerk. Ah, ist bestimmt wieder jemand, der arbeitet und böse ist und sagt, nein, ich muss weiterarbeiten. Hallo? Magier oder wer hat das jetzt übernommen? Verlassene Lagerhütte. Ob die wirklich verlassen ist? Nicht wirklich. Aua! Wo ist denn Ruger wieder hin? Ruger, bleib doch nicht immer vor der Tür. Wir haben eine Vertrauensbasis. Du kannst überall mit reinkommen. Du musst nicht draußen warten wie ein Hund. Ich hab dich verglichen. Nur auf eine andere... Ach, ich meinte es doch nicht so. Oh, guck mal, wir können ja das Bett nicht benutzen. Wir können bei den Keller. Wir haben einen Keller. Wir haben einen Keller. Ruger, wir haben einen Keller. Und Ambrosia. Wir haben Ambrosia. Wir müssen es einmal nicht kaufen. Alles wieder gut. Bevor wir das machen. Einzelteile. Ja, nee. Und Einzelteile und Hobel. Und Papierrollen brauchen wir, glaube ich, später für... keine Ahnung. Können wir selbst machen vielleicht? Ja, Schriftrollen? Ich weiß es aber nicht. Gucken wir erstmal. Aber sehr aufgeräumt und schön.
keine Spinnenweben, sonst auch alles relativ nice. Was wird uns der Keller wohl bringen? Okay, komm. Irgendwelche doofen Zauberleute wieder, die einfach nur, keine Ahnung, wo wir eigentlich die Bösewichte sind. Aber ich wusste es. Ein Ahnengeist? Wie? Gehört das dir, oder was? Tschüss. Aber einfach verschwunden, die dumme Kuh. Danke für die Hilfe. Du kannst mitkommen. Wieso kommst du nicht mehr mit irgendwo rein oder raus? Nervt. Ektoplasma und Geistertuch. Nimm alles mit. Ja, nimm alles mit. Nimm doch alles mit. So, was soll's. Na, was hat der Ahnengeist denn hier so versteckt? Also, Set des Nordens. Spuren des Nordens. Das sind vielleicht eher Schuhe für Ruge. Spuren des Nordens. Muss Set des Nordens. Bessere Händlerpreise? What the fuck? Warte mal. Dann haben wir jetzt 7%. Achso, Bögen verursachen mehr, bla bla bla. Dann haben wir hier 4%, 3%. Das sind schon mal 13. Amulett ist also 21. Damn. Hatten wir noch was? Aber trotzdem. Das ist schon mal nicht schlecht. Brauchen wir nur noch einen Ring. Boah. Ja, das ist eine gute Sache. Gutes Set hier. Oder sehe ich das falsch? 14. 15. Boah, über 20 auf jeden Fall. Nice. Experten-Dingens. Oh, gibt es ja noch einen Experten-Truhe? War die hier eingesperrt oder was war das? War das die, die hier gelebt hat? Alte Vorratskiste. Mit Dreck wieder. Ah. So lame. Hier ist ein Riss. Kann ich das irgendwie in einer Bombe freimachen? Also ein Riss in der Wand. Papierrollen. Das muss eine Magierin gewesen sein. Vielleicht ist sie ja durch ihre eigenen magischen Hufeisenexperimente gestorben. Bogen beschwören. Wir wollten ein Umanchumula beschwören. Was haben wir hier? Runenschwert und Assassinschuhe. Handwerk erforderlich 45. Assassinschuhe will ich haben. Und warum so viele Kristalldinger? Waren das die Währung, bevor die bevor hier alles den Bach runterging oder was? Wir finden jetzt sehr viele von diesen komischen neuen Währungsmünzen. Interesting. Okay, haben wir einfach wieder eine Schriftrolle. Hier gibt's nichts zum Öffnen. Kein Expertending. Oh, Oompa Loompa gleich beschwören. Machen wir gleich. Das ist doch schön. Auch wenn ich sehr, sehr viel Angst habe, hier rumzulaufen, weil alles schwer ist. Wir können jetzt in die Mine nochmal gehen. Oh, es gibt scheinbar zwei Eingänge. Wollen wir? Oh mein Gott, ist er wieder zurückgeblieben. Du bist wirklich zurückgeblieben. Entschuldigung, nein, ich mein's nicht böse. So. Und jetzt Magie beschwören. Ein Orbeier rufen. Oh. Hier ist Werbung. Ihr habt nicht genug Mana. Boah, wie viel Mana habe ich denn? Das ist aber wirklich sehr knapp. Was ist das denn? Ein Tumor auf Beinen. Oh, viel Spaß. Was bist du denn? Okay, da kommt einer. Viel Spaß damit. Oh mein Gott. Und weg ist er. Ein paar Tür wieder.
Oh, Vatyrn? Der Bayer wurde durch einen Vatyrn getötet. Warum stirbt der nicht? What the fuck? Vatyrn. Ganz normale Vatyrn. Aber das Obaya ist ja richtig widerlich. What the fuck? Die haben den Obaya fertig gemacht. Ruger fertig gemacht. Okay, das ist jetzt nicht so. Und dann mich fertig gemacht. Und da ist ein Thron oben drauf. Und ich will wissen, ob da irgendwas drin ist. Aber was war das denn? Sind die Level zu hoch? Soll ich vielleicht wieder gehen? Wenn Vatyrn also so Probleme machen, ist das schon seltsam. Oh nein. Weißt du was, wir probieren es trotzdem einfach. Wenn ich schon mal reingegangen bin, probieren wir es mal. War das 6? So. Boing. Ich gehe nach vorne, keine Sorge. Du musst mich nur durchlassen. Hi. So. Noch einer. Oh, wow. Was ist das denn? Cool. Oh nein, das sind sehr viele. Das wäre nur einer. Damn. Die sind sehr schwer. Wo sind wir dann gerade? Beim Holzwerk. Müssen wir uns einfach merken, dass wir da noch hin können. Aber es ist doch Level 3. Oh, nee, oh. Hier oben ist 4. Vielleicht mache ich was falsch. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es einfach noch zu schwer hier oben. Dann können wir wenigstens mal den anderen Zauber ausprobieren. Positiv sehen. Und der ist hier, glaube ich, ne? Rückkehr. Warte, beides gleichzeitig. Nee. Oh, schön irgendwie. Das will ich im Real Life auch haben. Alleine schon das. Man, ist doch nicht viel erwartet, oder? Einfach ein Punkt, den du machen kannst, wo du wieder zurück. Und den Punkt kannst du immer wieder neu stellen. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Hallo. Und dann kann man irgendwie so zu Hause den Punkt hinstellen. Und dann kannst du... So viel zu tun. Du musst dann natürlich... Schreitet wohl. Wohin soll's gehen? Hallo. Deine Augen... Was so blau. Okay, irgendwie... Ich weiß aber nicht, ob der Bart passt. Die Haare auch nicht. Guten Abend. Guten Abend. Nein, aber dann müsstest du natürlich zur Arbeit, zur Schule und so weiter, müsstest du da natürlich trotzdem, aber du könntest so viel Zeit sparen. Oder du könntest einfach mal sagen, einmal bitte, na, der wird natürlich die Security fragen, aber wenn du sagst, eine Hinreise irgendwo hin, das kostet die Hälfte dann nur. Dann gehst du einmal nach Australien und dann, wenn du fertig bist, bist du wieder zu Hause. Ach, so toll. Wir könnten das hier machen, die Geschichte weitermachen. Siegelführer, welches Level hat das? Ja, ja, danke, dass ich das sehen kann. Oder wir machen das hier. Das interessiert mich nämlich, die Forschungsberichte aus der Festung Nebelwachtbergen. Dafür müssen wir... Da gibt's nichts in der Nähe. Das ist in der Nähe von Flussheim, mal wieder. Wir könnten nach Flussheim... Ah ne, Flussheim hat ja gar nichts mehr. Ah, da muss ich was benutzen. Da muss ich was ausgeben. Ach, ich armer. Ach komm, was soll's. Sorry. Ich werd dich deine Hilfe, glaube ich, nicht in Anspruch nehmen. Es tut mir leid. Aber ich kann ein bisschen... Guten Abend, ich kann ein bisschen wieder hier wegschmeißen. Ah, weil ich glaube, wir haben noch ein Flussheim-Dingens. Und dann mache ich das einfach. Rundschwert, Rudenbogen, so viele Sets. Da, oh, wir haben 2 davon gefunden. Okay. Okay, nehme ich doch gerne.
Und Schädel, Gold, ja, sonst haben wir nicht so viel gefunden. Das war halt eher was anderes, ne? Ein Pulverfass, behalten wir einfach mal. Irgendwann sagt das, ach, hätten wir doch ein Pulverfass. Das hier? Sehr schön, jetzt können wir alle in die Luft sprengen. Man hilft doch gerne. So, 122. Ja, komm, den Rest mache ich dann. Außerdem können wir schnell den Spruch lernen. Psychose. Och, benutzt er nie, aber hat's gelernt. So einer ist er, ne? Kein Streber, sondern einer, der das immer sofort alles sich merken kann. Pö, pö, pö. Und jetzt, Flussheim. Gleich nochmal. Schon wieder dunkel. Herrje, wie die Zeit vergeht. Ich meine, der will auch gar nicht reden, ne? Ist ja nicht so, dass ihm langweilig und sagt, hey, hast du Lust, ein bisschen zu quatschen? Wir können oben eine Wurst verdrücken oder sowas. Nee. Ganz professionell oder halt, er freut sich total. Er ist so einer, der hat überhaupt keinen Bock auf andere Menschen. Der steht da, ist total in seinem Element, guckt da hinten die Türen, gerade eine Kuh schlachten. Weiß nicht. Mist. Es ist so spät. Jetzt kann ich gar kein Flussheim-Ding mehr kaufen. Doof gelaufen. Hallo. Egal. Wir holen uns gleich Ruger zurück und dann... Aua. Na du. Messer? Nö, gibt nichts Neues. Hier hatten wir ja auch, ne? Oh mein Gott, natürlich gibt es einen Myradenturm hier an der Sonnenküste. Oh mein Gott, bin ich blöd. Den haben wir doch freigeschaltet. Oh. Weißt du was? Wir wollen... Ich weiß gar nicht, wann ich gespeichert habe. Kurz danach, ne? Ja. Schon wieder dunkel. Du kriegst jetzt Arbeit. Ob du nun introvertiert bist oder nicht... Du kriegst jetzt Arbeit. Hey, guck mich an. Findest du das interessant? Das habe ich gemacht. Das ist eine Markierung. Soll ich dich auch markieren? Guten Abend. Ah, ist schon gut. Das ist, glaube ich, eine seltsame Anmache. Ich möchte mit Myraden fliegen. Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? Vielleicht mag er einfach fliegen und freut sich total, dass er auf mich fliegen darf. Aber du fliegst gar nicht mit. Wo bist du denn? Ich frage mich immer, wo der ist. Vielleicht unten angeschnallt an den Bauch. Und dann kann er ihn lenken oder so. Ich weiß es nicht. Da oben war ja auch noch was. Ja, ja. Machen wir später. Hallo, Myrade. Ist ja jetzt auch. Hier ist die Frau. Tag und Nacht. Das ist ja wie Taxifahrer, ne? Voll der undankbare Job. Aber auch irgendwie einfach. Wenn man es mal ganz genau nimmt. Nicht Taxifahrer, sondern hier Myraden-Dinger. Einfach nur hier so rumstehen. Die ganze Zeit. Würde mich langweilen, aber das ist ja wie diese Wachen in England. So, Ruger. Ich brauch dich. Weil wir gehen jetzt mal wieder den Weg, den wir so oft gegangen sind. Ich könnte meinen Esel holen, aber was soll's. Und immer irgendwie nachts. Vielleicht sollten wir aus Prinzip einfach schlafen. Aber ich habe immer das Gefühl, man sollte, wenn man nicht schlafen muss, vielleicht sollte man da nicht schlafen, wenn die fucking Welt untergeht. Wenn das Ende der Welt bevorsteht. Also der Zivilisation, nicht der Welt. Die Welt geht ganz normal weiter. Dann sollte man vielleicht, wenn man nicht schlafen muss, auch nicht schlafen. Rein, ne, in der Geschichte so. Okay, wohin müssen wir jetzt? Oh, wir sind dran vorbei. Nein, wir müssen... What? Wir müssen umdrehen. Sorry. Da oben sehe ich eine Pranke.
Warte. Ist die hier? Waren wir da schon? War das da, wo wir den... War das nicht was anderes? Ich mache Umgebung. Nein, auf der anderen Seite. Damn it! Es ist auf der anderen Seite. Müssen wir einmal ganz rumlaufen oder was? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Bergmanns Hütte. Oh shit. Deshalb Level 3 oder was? Ich dachte, da waren wir schon. Leute, dann würde ich mal sagen, ich fahre. Wo, was haben wir denn hier so? Hier ist zum Beispiel Level 4. Wir müssen also Level 3, Level 4, also immer Level 3 machen. Zum Beispiel die Arks letzte Wacht. Dann machen wir jetzt, ich habe das Gefühl, wir sind hier irgendwie in Level 4 reingeraten. Pack töten wir 3. Das könnten wir machen. Dann gehen wir hier, oder wir machen die Geschichte mit dem Siegelführer weiter, weil wir wollen ja da, das ist unsere Geschichte, ne? Und die Händlergeschichte. Ich werde aber nochmal laden und einfach nach Ark fliegen. Und von da aus gucken wir weiter. Weil ich muss jetzt erstmal schauen, wie wir dann... Und ein bisschen aufleveln irgendwas. Ich weiß noch nicht genau was, weil mehr als Rüstung machen können wir nicht. Hm, vielleicht sollten wir doch mal auf Verwandlung gehen und unsere Rüstung besser verzaubern. Weil unsere Rüstung zum Beispiel hat noch keine Verzauberung, aber kann man mehrmals verzaubern? Kann man Verzauberung wieder wegnehmen und dann eine neue Verzauberung hinpacken? Oder wir gehen einfach mal aus Prinzip hier unten diesen Myratenturm freischalten. Weil vielleicht ist hier unten ja viel Level 2 und wir sind da nie hingegangen. Und vielleicht ist hier unten irgendwas Cooles, weil wir immer nach den Quests gegangen sind. Und dann gehen wir von Ark hier runter, hier unten hin. Das sieht nämlich schon einladend aus, umgeben von Bergen in der Mitte. In anderen Spielen würde ich jetzt sagen, da ist bestimmt ein Dorf oder sowas. Und hier würde ich sagen, da ist bestimmt irgendwie Lager mit vielen bösen Leuten. Dann gehe ich nach Ark und dann sehen wir uns gleich wieder. Oh.